Was halten Sie von einem sozialen Pflichtjahr? Warum zahlt nicht jeder in die Rentenkasse ein? Diese und viele weitere Fragen stellten Bürgerinnen und Bürger dem Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, am 15. August in der Kunsthalle Rostock. Im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe Hin gehört Hubertus Heil im Dialog tourt der Bundesminister durch ganz Deutschland, um die Positionen der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen. Es gibt große Zustimmung, dass wir die Grundrente endlich durchsetzen, damit Menschen, die gearbeitet haben, mehr haben als die, die nicht gearbeitet haben. Es ist eine klare Erwartung, dass Arbeit einen Unterschied macht und dass wir da endlich zu Potte kommen. Das nehme ich als Rückenwind. Aber es sind auch eine ganze Menge neue Ideen entstanden. Da waren junge Menschen, die im IT-Bereich arbeiten und die Hinweise gegeben haben, wie wir die Zukunft der Arbeit, wie wir auch mit neuen Formen von Selbstständigkeit umgehen. Das Thema Inklusion hat eine Rolle gespielt für Menschen mit Behinderung. Also ganz breite Palette, einige ganz konkrete Anregungen, einmal Rückenwind und in anderen Bereichen sozusagen auch sehr, sehr praktische Hinweise aus der Lebensrealität von Menschen. Vor der offenen Fragerunde diskutierten die Teilnehmer in vier sogenannten Dialoginseln aktuelle Fragen und Herausforderungen der Arbeits- und Sozialpolitik. Natürlich musste sich der Minister an diesem Abend auch kritische Fragen gefallen lassen. Das gehört dazu. Allerdings hatte Hubertus Heil auch gute Antworten mitgebracht. Auch das gehört dazu.